Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Coaster. Ich habe beschlossen, dass wir hier die eine Seite jetzt nicht noch großartig verkleiden werden. So schnell, wie man hier runtergerauscht kommt, wird man das eh nicht wahrnehmen. Es ist dunkel. Wenn man hier lang rauscht, sieht man da auch nichts von. Und das hier, finde ich, ist echt genial geworden. Das macht auch hier in dem Licht wirklich was her. Voll gut. Großartig mehr Beleuchtung würde ich in die Ecke auch nicht packen. Man hat hier von den Kristallen genug Licht, hier von den Laternen genug Licht, und es darf ja auch zwischendurch mal so eine Stelle wirklich dunkel sein. Wir sind schließlich in einer Mine. Das dürfen wir natürlich dabei auch nicht vergessen. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht an der Brücke noch machen wollen würde, sind zwei kleine Dinge. Zum einen diesen Balken ein Stück weiter reinschieben, beziehungsweise dann auch verlängern in den Berg hinein. Der war mir dazu, ja, lose in der Luft. Und dich würde ich auch gerne weiter in den Berg schieben, dass der nicht so weit rausragt. Und ja, das waren die kleinen Veränderungen, die ich hier jetzt noch machen wollte. Und dann würde ich sagen, machen wir ja mit dem Lift weiter, ne? Hier haben wir gesagt, brauchen wir soweit nichts verkleiden. Man könnte natürlich jetzt hier Holzbalken überall reinsetzen, damit das gestützter ist, aber Gott sei Dank scheiße ich jetzt mal drauf. Brauchen wir nicht. Machen wir nicht. So, und das heißt für uns, es geht hier an der kritischen Stelle weiter. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich mache mal Licht, damit wir was sehen. Wir müssen nämlich diese Station plus Lift irgendwie verbaut bekommen. Ich probiere jetzt einfach mal aus, ob wir hier noch Berg rankarren können. Wie weit und wie viel? Ohne dass der Zug da unten behindert wird. Aber hier müssten wir ja theoretisch, haben wir da ja die Grenze durch den Weg. Da ist ja ein Weg, ne? Der verhindert, dass wir da zu viel zubuddeln können. Aber wir versuchen jetzt einfach mal das Maximum hier rauszuholen, was machbar ist. Gucken uns das dann mal an, ob das funktioniert mit dem Zug, mit dem Platz, den wir dadurch noch haben. So, damit haben wir das Loch schon mal geschlossen. Eigentlich müsste der Zug, der von hier kommt, genug Luft haben. Ich versuche hier mal ganz sachte noch eine kleine Rundung reinzubringen, und zack, haben wir wieder das Loch. Das ist halt das Problem. Das ist jetzt wirklich minimalst Arbeit, ne? So. Darf man nicht zu viel oder zu wenig wegnehmen, und schon hat man ein Problem. Aber ich denke, das sollte auf jeden Fall so passen und reichen. Hier können wir mal etwas näher an die Schiene rankommen. So. Das ist jetzt klar, ein ganz anderer Abschnitt als da, wo wir theoretisch streckenverlaufmäßig wären. Aber es gehört ja trotzdem irgendwie mit zu dieser kleinen Ecke. Also machen wir das auch mal eben mit. Hier müssen wir uns dann was überlegen, wie wir das schön abgrenzen können zu unten. Wahrscheinlich auch, müsste ja perfekt passen, hier gerade Holzbalken hochzuziehen, die ja, wie so ein kleiner Fallschutz in diese Richtung dienen und hier als Absicherung, dass nichts runterfällt, und die könnten wir bis in die Decke ballern. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Lasst uns damit mal anfangen, bevor diese Idee wieder aus meinem Köpfchen verschwindet. Dafür brauchen wir unsere altbewährten, wunderbaren Balken. Ich finde, die machen sich sehr gut hier in meiner Mine. Schön die langen, dicken an Oberfläche ausrichten aus, damit wir die recht parallel hier recht gerade reinzimmern können.
hoffe, das funktioniert jetzt vom Winkel, so wie ich mir das vorstelle. Weil Perspektive, ne? Wir haben es hier im Berg schon öfter kennengelernt. Perspektive ist da nicht immer ganz mein Freund. So, wir können das hier dran mal anpassen und dann gucken wir einfach. Oh, es könnte knapp werden. Drückt uns die Daumen, dass wir einfach mal Glück haben. Das finde ich sieht sehr eng aus. Unten haben wir ein bisschen Spiel, dadurch, dass es geneigt ist. Aber das wäre dann so der erste Balken von vielen. Gut, hier werden wir das Problem ein bisschen weniger dann haben. Ich hoffe, dass die Stelle nicht zu eng wird. Oben. Es wäre so gut, wenn das klappt. Ah, es ist kritisch, würde ich sagen. Es ist echt kritisch in Bezug auf hier dieses Raummaß, was die Leute, also was Achterbahnbauer ja einhalten müssen. Ne? So von wegen, ey, der Idiot freut sich und streckt die Arme rechts und links raus. Und in dem Radius im Prinzip einmal so Arme im Halbkreis um sich rum ausgestreckt, darf nicht sein, wo man drankommen muss. Und muss halt nochmal ein Stückchen Platz sein, falls man sich sogar zur Seite lehnen würde. Also, ne, das wird da ja ganz kritisch gesehen. Und ich glaube, das hier ist etwas zu nah dran. Ich habe schon eine Idee, wie wir es anderweitig noch lösen können, indem wir diese geraden Balken... Oh, ich habe den schon kopiert. Indem wir diese geraden Balken... Ich dachte gerade, warum wird der nicht kürzer? Nur bis Höhe dieser Schiene verbauen. Ja, das Ganze machen wir dann mit dem natürlich auch. So nämlich. Und ab hier dann einfach die Möglichkeit nutzen, das Ganze angewinkelt zu machen. Dann gewinnen wir hier oben Platz. Kriegen hier noch so eine Art Decke hin. Mache ich die Winkel mal wieder an. Jetzt die Frage, wie winklig wollen wir das? So? Versteht ihr? Dann kann man das hier nämlich wunderbar anpassen. Und an dieser Stelle eher suboptimal. Vielleicht doch tiefer, damit man mehr was davon hat. Und bei dem machen wir das Ganze jetzt nämlich auch. Wieso machst du hier immer das weg? Das ist doch frech. Geben wir hier halt Spuk ein. Ja, Spuk. Schreiben will gelernt sein, ne? Es ist das Spukhaus. Nicht das Spukhaus, es ist das Spukhaus. Da wird sich den ganzen Tag angespuckt. Ja, ich glaube, wir brauchen hier auch den langen Balken. Oder? Ja, wenn wir an der Decke noch ein bisschen arbeiten, ne? Die muss ja nicht so hoch sein. Da können wir noch ein bisschen basteln. Dann würde ich das erstmal so lassen. Es geht nur dieses Geländerprinzip etwas verloren. Wenn wir die dann doch wieder ein zurückdrehen. Wir haben ja hier noch Potenzial und Spielraum. So ist es nicht. So. Ich meine, der eine da, ja, kann da ruhig verschwinden. Das ist jetzt nicht so das Ding. Den passen wir jetzt hier wunderbar dran an. Na, aber ihr versteht das Prinzip. Ich glaube, das haben wir da ja so ähnlich gemacht, aus platztechnischen Gründen. Dann spiegelt sich das hier nämlich auch einfach nochmal wieder. So, passt auf. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen hier auch einfach ein Gebäude wieder raus, beziehungsweise eine Szeneriegruppe, dann können wir uns dieses Konstrukt, was ja vom Winkel her so bleiben wird,
einfach immer einen Schritt weiter kopieren. Vielleicht hätte ich da die Zwischenbalken setzen sollen, damit ich weiß, wie weit ich den hier rüberschieben muss, kann, will, darf, wie auch immer. Ah, wir lassen ruhig Abstand da unten. Oben der Abstand sieht auch gut aus. Winkeltechnisch, also höhentechnisch, würde ich das jetzt wieder so weit runterziehen, dass der gerade Balken unter der Schiene ankommt. Was jetzt natürlich oben so überhaupt nicht mehr passt. Da wäre es fast schon sinniger, euch zu wenden, ne? Oh Gott, kriegen wir das hin? Upsi. So. Wo sind meine Pfeile? Da unten? Am Popo der Welt. So. Guck mal, das ist ja jetzt hier. Aha. Funktioniert. Wunderbar. So. Gehen wir dich nur wieder runter, dass du halt, ne? Unter der Linie da bist. Raus. Näher an die Schiene dran. Ja, bombastisch. Guck mal, haben wir das Problem gelöst. Wie sieht's aus, wenn ich dich jetzt kopiere? Dann bist du trotzdem so, wie ich dich eher brauche. Das ist. Ach, ist das ein Traum hier heute. Schön, wenn Dinge funktionieren. Wie sieht's hier aus? Winkel, Abstand. Könnte man so einen Ticken eindrehen? Ticken runter. Das könnte jetzt kritisch werden. Toll. Ja, warte, aber hier haben wir ja nicht mehr das Problem. Das heißt, wir können natürlich hier höher bleiben. Vielleicht sogar mit dem auch. Nein, 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 nein. Ich brauche euch beide. Auch beide Kollegen. Dass das dann vielleicht auf einer Höhe bleibt. Oder nur so ganz sachte runtergeht. Das ist natürlich auch eine Option. Weil ihr recht gerade seid, ne? So von der Höhe. Wir müssen natürlich bedenken, dass der Zug hier hochkommt, sonst lutscht man sich da den Kopf an. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So. Von hier sieht es auch irgendwie recht cool aus. Das passt hier easy. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie machen wir den Rest. Beziehungsweise, ich habe gerade eine neue Idee. Wenn wir ab hier, jetzt reiße ich wieder alles ab, wenn wir ab hier sagen, wir gehen einfach nur straight nach oben. Wieso dieses Gefruckel mit dem halben Balken? Hier haben wir genügend Platz dafür, das einfach gerade hochzuziehen. Oder? Wollte ich kopieren. Dann hier halt anpassen. Das haben wir da oben ja an sich nur aus platztechnischen Gründen so gemacht. Und hier ist genügend Platz. Da brauchen wir das Ganze nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir das optisch gut verpackt bekommen, aber es wäre zumindest schon mal so eine Idee. Jetzt würde ich gerne noch mal das Terraforming-Tool auspacken. Ich weiß, sie springen ja auch wieder von A nach B. Aber wie weit können wir diese Lücke hier schließen? Okay, ich merke schon, hier ist Widerstand durch die Station. Da können wir nicht mehr allzu viel rausholen. Ich gucke, was hier wieder das Maximum ist an Spielraum. Dann werden wir hier vielleicht einfach einen Stein hinsetzen oder so eine andere Wand oder. Das wird jetzt hier noch lustig und spannend, wie wir das geschlossen kriegen. Weil durch die Wege ist halt, ne, wird hier sehr viel Platz genommen. Hier müssen wir eh gucken, dass wir dass wir was dazwischen gesetzt bekommen.
Weil sonst brechen wir, glaube ich, optisch durch die Wand hier durch. Und das möchte ich nicht. Und hier müssen wir natürlich auch gucken. Das werden wir nicht geschlossen bekommen, ne? Oh, vielleicht mit ein bisschen Glück. Gucken, wie weit wir gehen können. Eher kreblich, ne? Hier kommen wir definitiv irgendwie nicht weiter. Ah, wobei doch so ganz minimal. Aber ich glaube, dann ist die Wand zu nah an dem Geschehen. Können wir da einfach. Oh. Ich wollte gerade sagen, andere Dinge einsetzen. Aber hier schließt sich gerade was. Freunde. Das sieht doch gut aus. Das sieht noch aktuell machbar und gut aus. Ja, hier müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Dadurch, dass es hier für den Zug dann rausgeht, werden wir da nicht allzu viele Möglichkeiten haben, befürchte ich. Guck mal, wenn wir hier noch höher ziehen. Was wir hier alles noch versteckt bekommen. Das wäre ein Traum. Ja, hier müssen wir dann halt aufpassen, dass wir nicht durchbrechen. Aber da ist ja, wie gesagt, ne, im schlimmsten Fall ziehen wir hier halt noch so eine Wand ein. Lass uns mal eben gucken, ob hier nichts durchgekommen ist. Sieht aber eigentlich ganz okay aus. Hier hätten wir auch noch Spielraum. Da kommt ein bisschen durch, aber das sieht kein Schwein. Okay. Gott, ich habe mich verflogen. Wo sind wir? Ist hier Hilfe? Es tut mir leid. Da müssen wir hin. Ja, das hier werden wir auf jeden Fall verkleidet kommen müssen. So, das sieht jetzt sehr eng hier unten aus. Ich habe die Befürchtung, das funktioniert nicht. Wenn wir jetzt hier aber buddeln, ja, dann kriegen wir wieder Löcher rein. Das ist mir fast schon bewusst gewesen. Aber das kaschiere ich dann mit anderen Hilfsmitteln. Das ist kein Problem. Solange das grob funktioniert, bin ich da zufrieden mit. Das hier ist auch alles recht eng. Wichtig, ich muss hier doch etwas mehr wegbuddeln, als ich wollte. Und mehr Lücken stopfen, als ich wollte. Ich gucke erstmal, ob es mit Steinen funktioniert. Das wäre ja die einfachste Alternative, da jetzt einen Stein reinzuhauen. Ich weiß, die sind mega riesig, aber wir haben ja auch kleinere. Okay, das war der falsche. Steht da so, und dann ist ja fast schon dicht. Vielleicht, wenn wir ihn andersrum drehen, haben wir dann mehr Möglichkeiten. Eigentlich nicht, ne? Dann wird er nur dicker. Also weniger Fläche und dicker. Dann würde ich so nehmen. Irgendwie ordentlich hier anpassen. Sich das schön smooth da rein integriert in die ganze Geschichte. Aber wenn wir den so machen und nochmal umdrehen und oben drauf setzen, sagen wir dazu. Passt? Ja, ne? Ey, du bist größer als ich dachte. Hechech, warte mal, wir hatten doch noch ein Loch. Das da. Kriegen wir das da hin? Was das? Ohne dass du dann in der Wasserbahn durchglitscht. Da müssen wir natürlich, glaube ich, gleich drauf achten. Vielleicht haben wir Glück. Jetzt noch etwas drehen und schieben.
O drehen. Upsi, nein, hallo. Was hier Tutorial? Wie man Löcher in Planet Coaster schließt. Nehmen Sie einen Stein. Klatschen Sie ihn in die vorhandene Lücke. So gut aus. Ich weiß nicht, was ihr habt. Da bin ich noch nicht so happy mit, aber wir werden doch hier noch so ganz klein. Vielleicht kann man den dann noch so reinsneaken. So. Ist nur die Frage, welchen Teil muss ich hier für was bewegen? Aber eigentlich ist das doch ganz gut. Also, wenn jetzt hier. Oh, ich komme da überhaupt nicht mehr durch. Wenn jetzt hier keine Probleme entstehen, ne, dann bin ich mega happy. Der ist perfekt da drunter. Der ist perfekt da drunter. Hier sieht man nichts davon. Alter! Mega! Cool! Aber ich habe jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, oh, jetzt haben wir da alles kaputt gemacht. Achso, warte, wie sieht es hier aus? Hier sieht man nichts. Hier ist egal. Hier ist nichts verbaut. Haha! Okay, cool. Und wenn wir das jetzt dann auch dementsprechend natürlich einfärben, sieht es nicht mehr ganz so bescheiden aus. Aha. Schmale. So. Ja, farblich gleich ein bisschen anpassen. Keine Bange. Wird jetzt der Grundstrich. Wie gesagt, das ist doch mega. Das funktioniert. Gut, da werden wir dann gucken müssen an der Stelle. Aber wie gesagt, da tendiere ich einfach aktuell zu den Tempelwänden, dass wir dann ein bisschen glattere Wand haben und vielleicht so ein, zwei Steine reinsetzen können. Hier von diesen ganz kleinen, um Struktur zu erzeugen. Aber ansonsten. Würde ich da jetzt kein großes Tamtam machen. So, damit ihr noch einen Ticken besser euch integriert in die Wand, machen wir es hier heller. Dass man davon überhaupt was sieht am Ende. Durch Dunkelheit. Aber ey! Wand gefixt. Löcher verschlossen. Sieht gut aus. Schön. Jetzt können wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge mal gucken, wie wir hier diese Balken, also ich würde hier gerne noch immer so einen Zwischenbalken setzen, der sich an diese Schiene orientiert. Hier noch irgendwie so einen Zwischenquerbalken, so ein bisschen optisch angelehnt an das da. Das finde ich nämlich mega. Und ja, und dann gucken wir, wie wir hier den Lift weiter hochkommen. Wie wir das da oben kaschiert bekommen. Und hier auf der Seite werden wir uns dann damit beschäftigen, wenn wir da auch ankommen. Wobei wir haben das auch mitgemacht, ne? Ist egal. Wir werden das so halb-halb machen. Aber das finde ich schon mal ist doch gut geworden. Ah, mal schön in Gänze hier präsentieren. Ist top, auch im Dunkeln. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsseli!